Sie mögen es, sich ein bisschen rauszuputzen. Sie bleiben in jeder Situation cool. Sie wollen die ganze Welt sehen und ganz nebenbei auch noch einen Haufen Geld verdienen. Kein Problem, werden Sie doch einfach Pilot oder Pilotin. Klingt gut, aber ob das tatsächlich so ein Traumjob ist, wie alle denken, wir haben den Test gemacht. Die Maschine mit Ziel Portugal wartet schon. Vor dem Start die erste Überraschung. Chef im Cockpit ist eine Frau. Susanne Hartneck, 1,65 Meter klein, aber Kapitänin eines großen Airbus 321. Wir fliegen mit und machen den Traumjob-Check. Verdienen Piloten wirklich so viel? Tummeln sie sich ständig an den schönsten Orten der Welt? Und was ist mit Partymachen nach Feierabend? Noch 70 Minuten bis zum Start. Die Kapitänin geht die Flugroute durch, gemeinsam mit Bastian Stank. Er ist heute ihr Co-Pilot. Mit wem sich Susanne das Cockpit teilt, entscheidet sie nicht selbst. Wir kennen uns schon, ja. Wir sind schon mal miteinander geflogen. Aber das ist eigentlich relativ ungewöhnlich. Also die meisten Kollegen, die kennt man nicht. Und zwar aus Prinzip. Ein allzu lockerer Ton im Cockpit könnte die Konzentration beeinträchtigen. Die Piloten checken noch Wetter, Spritmenge und mögliche Ausweichflughäfen. Dann treffen sie die Kabinencrew. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Hi. Susanne Hartneck, hallo. Hallo. Bastian, hallo. Susanne, guten Morgen. Die nächsten 5 Tage wird die Besatzung jetzt gemeinsam fliegen. Im Kurzstreckenbereich innerhalb Europas. Der erste Flug heute? Frankfurt am Main Richtung Porto. Startzeit 9 Uhr. 180 Passagiere haben gebucht. Im Cockpit sind Susanne, Bastian und der Computer fast startklar. Sie geben dem Rechner noch die exakte Route ein. Der fliegt dann nach GPS. Aber nicht nur die Maschine verarbeitet permanent Flugdaten. Wir rechnen eigentlich den ganzen Tag Kopfrechner. Ja, wirkt immer hier so ein bisschen ruhig und sehr überlegt und sehr diszipliniert natürlich, aber im Kopf wird viel gearbeitet. Da sind die Zahnräder, die drehen dann so durch. Als Pilot muss man also gut in Mathe und Physik sein und schnelle Entscheidungen treffen, so wie jetzt. Am Gate warten verspätete Gäste und wollen noch mit. Das Problem ist nur, dass wir einen Slot haben und den möchten wir natürlich gerne halten. Das ist so eine zugewiesene Startzeit, weil das Wetter in Porto ein bisschen nebelig ist. Susanne entscheidet, die verspäteten Gäste müssen den nächsten Flieger nehmen. Jede Verzögerung kostet Geld und lässt sich kaum aufholen. Susanne startet die Triebwerke des Airbus 321. Am Boden steuert die Kapitänin. Beim Fliegen wechselt sie sich mit dem Co-Piloten ab. Unter dem Rufzeichen 66 Charlie fährt Susanne die Maschine zur Startbahn 18. Cabin is ready, take off checklist. Take off all green, flaps 1-7. Die Piloten starten immer von Hand. Erst nach dem Abheben übernimmt auf Knopfdruck der Autopilot. Früher saßen 5 Personen im Cockpit. Heute müssen nur noch Kapitän und erster Offizier den Überblick behalten. Der nächste Knopfdruck gilt der Crew. Das ist dann immer das Zeichen für unsere Kabinenbesatzung, dass sie mit ihrer Arbeit beginnen können. Dann können wir in Ruhe aufbauen und den Service durchführen. 2 Stunden 40 Minuten dauert der Flug. Für die Passagiere beginnt der angenehmste Teil der Reise. Turbulenzen sind im Moment nicht zu erwarten. Das Wetter ist gut. Der Autopilot steuert den Airbus ruhig über die Alpen. Traumjob Pilot. Auch noch nach 16 Berufsjahren? Ein richtiger vollgetankter Jumbo, der eine Langstrecke fliegen möchte, steht dann da mit bis zum Kragen voll mit Sprit. Und steht dann an der Startbahn, da sieht man richtig die Tragflächen, die hängen so ein bisschen, weil sie so vollgeladen sind mit Sprit. Und dann beginnt er so langsam seinen Take-off-Roll, nimmt so allmählich so die Tragflächen nach oben. Dann merkst du, ich will eigentlich noch gar nicht. Irgendwann biegt er so die Tragflächen durch und geht ab in die Luft. Das ist einfach ein fantastisches Bild. Das klingt nach echter Begeisterung. Wir geben 3 von 3 Punkten für den Spaßfaktor. Doch jetzt Spaß beiseite. Der Zielflughafen liegt im Nebel. Die Sicht in Porto ist zu schlecht zum Landen. Als möglichen Ausweichflughafen haben die Piloten Lissabon eingeplant und warten ab. Dann die Entwarnung. Mittlerweile hat die Sonne den Nebel verdrängt. Die Wolkenuntergrenze liegt bei gut 200 Metern. Das reicht, um sicher in Porto zu landen. 30, 20, retard, retard, retard. Spoilers. 10 Minuten verspätet landet der Airbus in Portugal. Jetzt hat die Crew nur 40 Minuten bis zum nächsten Start, dem Rückflug nach Frankfurt. Zeit für eine kleine Pause? Auf Wiedersehen, goodbye.
Wiedersehen. Tschüss, schönen Tag. Nein. Nach jedem Flug müssen die Piloten das technische Logbuch ausfüllen. Flugzeiten, Triebwerksdaten oder Störmeldungen. Die Reinigungskräfte säubern den Innenraum. Co-Pilot Bastian macht den Außencheck. Er kontrolliert Reifen, Bremsen, Messinstrumente und die Triebwerke. Ganz interessant hier vorne, das ist aus Gummi, weil es oft genug vorkommt, dass wenn man hier reingeht, um das Triebwerk zu drehen, dass man sich hier schon mal aufgespießt hat am Kopf. Die aufgemalte Spirale soll Vögel abhalten. Die kleinen Vögel, die gehen einfach durch. Manchmal kommt es halt vor, was weiß ich, Hudson River, die Notlandung mit den Wildgänsen, dass so ein Vogel ein Triebwerk zerlegen kann. Dann steigen wir die Notfallfahnen ein und machen eine Notlandung. Wer Pilot werden will, muss sehr gut Englisch sprechen und einen harten Eignungstest bestehen. Und den können Bewerber nur einmal machen. Susanne ist eine von nur 80 Frauen, die als Kapitänin bei ihrer Linie fliegen. Abitur ist für den Pilotenjob Voraussetzung, der Durchschnitt jedoch nicht entscheidend. Ich habe einen Abiturschnitt von 2,1 gemacht, musste mich, ich will nicht sagen, dafür rechtfertigen, aber ich wurde gefragt, warum es nicht besser war. Nichtsdestotrotz habe ich Kollegen, die hier mit dem Dreier-Abi sitzen. Nur 3-5% der Bewerber schaffen den Eignungstest. Um die Ausbildung zu finanzieren, nehmen viele ein Darlehen bei der Fluggesellschaft auf. Das gibt nur einen Punkt für die Einstiegschancen. Zurück in Frankfurt muss die Crew das Flugzeug wechseln. Es ist 15.30 Uhr. 9 Stunden Arbeitszeit liegen schon hinter der Besatzung. Vielen Dank. Wir steigen oben, wenn es so nett wäre, die Koffer ausladen zu lassen. Parking Brake on. Parking Check is completed. Danke. 15. Seit Januar 2014 gelten einheitlich in Europa neue Flugdienstzeiten. 16 Stunden am Tag und bis zu 11 Stunden nachts können 2-Mann-Besatzungen grundsätzlich fliegen. Das sind ganz schön lange Arbeitstage. Der nächste Flug nach Barcelona dauert 2 Stunden. Zeit für die Piloten zu essen. Sie können Extra-Menüs bestellen oder sie essen, was die Passagiere auch bekommen. Für die Stewardessen bleibt bei kurzen Flügen kaum Zeit zum Essen. Aber später, in Spanien. Viele von uns sind heute Morgen schon um 4 und 5 aufgestanden. Ich hoffe, dass doch der ein oder andere heute Abend noch mal Lust hat, vielleicht einen kleinen Tapas zu essen. Hungrig sind wir auf jeden Fall alle. Landeanflug auf Barcelona, die zweitgrößte Stadt Spaniens. Nach 14 Stunden hat die Crew endlich Feierabend. Im Traumjob-Check gibt das nur einen Punkt beim Thema Arbeitszeit. Ein Bus bringt die gesamte Flugbesatzung ins Hotel. Und ein klein bisschen Urlaubsgefühl entschädigt jetzt für den langen Tag. Allein schon die Luft hier ist herrlich. Wahnsinn. Traumhaft, oder? Ja. Willkommen in Barcelona. Optimaler Ort für Feierabend. Die Unterkunft ist gediegen. Das Team hat Anspruch auf eine Übernachtung im 4-Sterne-Hotel zur optimalen Entspannung. Dieses hier liegt mitten in der Altstadt. In Barcelona ist eigentlich immer was los. Und hier um die Ecke ist eine tolle Tapas-Bar. Dann treffen wir uns in einer halben Stunde und gehen noch ein bisschen was essen. Und was machen Piloten nun so nach Feierabend? Lassen sie es so richtig krachen? Und wie sieht es eigentlich aus mit Alkohol? Also ab 12 Stunden vor Abflug dürfen wir keinen Alkohol mehr trinken, sowohl vom Luftfahrtbundesamt aus als auch von der Firma aus. Und heute hat jeder sich für was Antialkoholisches entschieden. Das ist jetzt Zufall. Also es könnte auch noch jemand Wein trinken, jetzt, wenn er trinken wollte. Zum Dienst muss die Crew dann natürlich wieder mit 0,0 Promille antreten. Morgen früh können aber alle ausschlafen. Susanne und Bastian haben einen freien Vormittag in Barcelona. Gelegenheit, um über das Thema Geld zu reden. Wie viel verdient denn nun ein Pilot? Bei mir war es damals ein bisschen weniger. Mittlerweile ist es ein Jahresgehalt von 70.000 Euro. Steigt man vom Co-Piloten dann zum Flugkapitän auf, geht es mit 112.000 Euro Einstiegsgehalt weiter. Das gibt volle Punktzahl beim Verdienst. War das auch ein Grund für Susanne, Pilotin zu werden? Ich wollte fliegen, ich wollte in die Luft. Und es ist wichtig, sage ich mal, ein vernünftiges Gehalt zu verdienen, ganz klar, um wirtschaftlich unabhängig zu sein. Aber es war kein ausschlaggebendes Kriterium für den Beruf. Um 14 Uhr geht der Flieger zurück nach Frankfurt. Erst einer von 5 Tagen liegt hinter der Crew. Sind solche Arbeitszeiten nicht ein absoluter Beziehungskiller? Ich sehe es eher als Vorteil, denn so eine richtige Routine
stellt sich nicht ein. Es ist immer was Besonderes, wenn man Zeit miteinander verbringen kann. Hat auch die Gelegenheit, den Partner mitzunehmen auf dem Umlauf. Ich habe das Glück, ich habe sehr früh geheiratet. Meine Frau hat die Ausbildung mitgekriegt. Das ist meine Jugendliebe, wir kennen uns schon sehr lange. Und ist damit im Prinzip so diesen Werdegang zum Piloten mitgegangen. Ankunft in Frankfurt. Bei Regen. Eine Stunde am Boden, dann hebt die Maschine sauber und vollgetankt wieder ab. Diesmal Richtung München. 3 Tage werden Bastian und Susanne noch zusammen fliegen. Es geht weiter nach Athen, Helsinki und London. Trotz harten Einstiegs- und stressiger Arbeitszeiten, der Pilotenberuf hat tatsächlich Traumjobqualitäten. Und dafür geben wir die volle Punktzahl.